Celebrity News. Newsflash, Breaking News, live übertragen aus Manuels Zimmer. Sie wird ihr Zimmer umdekorieren. Von Oma müssen sie schon verabschieden von ihrem Zimmer. Manuel, was möchten Sie genau dazu sagen? Leute, verabschiedet euch mal von meinem Zimmer, denn so wie es jetzt ist, wird es nie wieder sein. Nie wieder. Also, sagt Tschüss, au revoir, denn ich werde mein Zimmer mal wieder umgestalten. Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Dieser kleine Newsflash hier. Wollen wir was Abwechslungsreicheres machen als mein Intro hier. Ich mochte dieses Zimmer, ich mag dieses Zimmer zwar sehr, sehr gerne hier auch mit der Lichterkette und alles, aber ich dachte mir, ich brauche irgendwas Herzliches und ja, ich werde jetzt so ein paar Sachen mal umstellen vielleicht auch, weil ich habe mir was richtig Cooles hier bestellt. Nämlich habe ich mir hier eine Collage-Wall so ausdrucken lassen. Also das sind so ganz viele verschiedene Bilder. Die habe ich mir alle ausdrucken lassen und wollte jetzt so eine Collage anordnen. Aber guck mal, die hatten jetzt hier alle so einen Rand. Deshalb habe ich gestern mit mühseliger Arbeit den ganzen Rand abgeschnitten. Mit dieser Schneidemaschine hier von Action. Und hier sind noch mehr von diesen Bildern. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Aber ich wollte jetzt umstellen, weil ich noch nicht weiß, ob ich die hier hin machen will. Nein, Leute, ich habe nicht aufgeräumt. Ob ich die hier mal hin machen will, die Collage Wall. Oder vielleicht irgendwie hier hin oder dahin. Aber hier hängt halt auch die Lichterkette. Also ich bin noch etwas unentschlossen, was ich jetzt genau machen soll. Leute, ich brauche Hilfe. Send help. Naja, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Ich hatte jetzt nicht überlegt, noch wieder zu streichen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Die Arbeit wollte ich mir diesmal ersparen. Ich weiß nicht. Ich schaue jetzt erstmal. Ich glaube, ich stelle jetzt ein bisschen um und schaue das alles mal an. Und dann schaue ich weiter, ob ich noch irgendwas streichen will. Aber ich bin hochmotiviert und freue mich auf dieses Projekt. Yay! Ich kann euch schon mal so ein paar Sachen zeigen, die ich schon gekauft habe. Hashtag Sneak Peek. Ich habe nämlich einmal hier bei Action diese Bilderrahmen hier gekauft. Schaut nicht an die Motiven, da kommen noch andere rein. Das ist in so ein bisschen so ein Holz, in so einer Holzoptik. Hier noch eins und hier ist noch ein ganz kleiner. Hier. Das passt halt sehr gut zu meinem Schminktisch da und da zu meinem Schreibtisch. Seht ihr das? Das hat ja auch so Holzbeine da. Und dann hatte ich hier so Weinkisten. Das kann man so als Regal nutzen. So. Ich hatte überlegt, die könnte man jetzt quasi so an die Wand hängen, irgendwie so. Oder man könnte die beiden so übereinander stapeln als normales Regal. Und dann hatte ich hier noch so eine coole Girlande bei H&M Home gefunden. Das ist so eine Glitzer-Girlande. Ich brauche auch noch ein paar andere Sachen. Nämlich wollte ich auch noch neue Bettwäsche haben. Ich muss niesen. Nein. Gesundheit, Marvi. Oh Gott, sorry. Ich wollte eine herzliche Bettwäsche haben. Deshalb wollte ich am Dienstag nochmal in die Stadt fahren. Vielleicht finde ich da ja irgendwas Cooles. Bei Depot oder so gibt es bestimmt auch noch schöne Deko-Sachen. Und ja, genau, es ist so mein Zimmer umgestalten Plan erstmal. So, als erstes werde ich jetzt hier anfangen, mal ein paar Sachen wieder wegzuräumen, da ich die in den Flur stellen kann. Vielleicht ein paar Sachen, wenn ich so umstelle jetzt. Ich habe überall Stifte rumfliegen, das nervt total. Und ich hatte hier auch so kleine Schallplatten gekauft. Die fand ich total süß. Das sind eigentlich so Tassenuntersetzer. Hier, stell mal mit der Scharfkamera. Da. Die finde ich total cool. Die kann man vielleicht auch so einfach so an die Wand hängen. Irgendwie dran pappen mit so Uhu Potterfix oder so. Ja, die habe ich einfach mal so bestellt. Die gibt es bei Amazon. Und ja, jetzt werde ich erstmal mich um dieses Chaos-Regal hier kümmern. Guck mal, wie viel Chaos hier ist. Hilfe. Hasse ich diesen Sitzsack. Hilfe! Aber wirklich ja mega begeistert sein, wenn ich den Flur so verunstalte. Übrigens, Leute, mein Lieblingsteppich muss auch raus. Den fand ich immer so schön. Aber der passt von der Farbe halt wieder null zum Herbst, finde ich gar nicht. Wenigstens riecht's gut. Übrigens habe ich hier gerade
eine alte Autogrammkarte, meine erste Autogrammkarte von Prince gefunden. Das finde ich cool. Die ist eingerahmt von einem goldenen Bilderrahmen. Für die liebe Mavi von Prince. Leute, guckt mal, wie findet ihr es? Also ich habe es Regal dahingestellt. Ich finde, das passt eigentlich voll gut. Und hier habe ich jetzt meinen Schminktisch. Und dann kann hier die Collagenrolle hin. Also ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Oh Leute, ich wollte gerade ins Regal gucken, was da jetzt liegt. Ein toter Grashüpfer. Das ist krass. Schon in den nächsten Tagen. Ich habe es gestern einfach mal alles so stehen gelassen und ich zeige jetzt mal kurz einen kurzen Zwischenstand. Also, hier ist jetzt mein Schminktisch und hier kommt der Sitzsack hin und da, dieses Regal wird wahrscheinlich da. Bei diesen Beinkisten bin ich noch nicht sicher, wo die hinkommen. Hier ist mein Bett, nicht gemacht, und hier ist dieser Schrank jetzt. Generell ist mein Zimmer halt richtig unordentlich, aber hier steht jetzt der Schreibtisch. Ich finde es halt total schön mit dem Schreibtisch da, weil immer so viel Licht von vorne halt reinkommt. Und ja, jetzt brauche ich mir noch ein paar herzliche Deko-Sachen, weil wie ihr seht, ist es noch ziemlich boring, mein Zimmer. Und es ist noch überhaupt gar nicht so richtig so in meinem Style, den ich wollte. Und deshalb fahren wir jetzt erstmal in die Stadt und gucken nach ein paar coolen herzlichen Sachen. Ich wollte noch eine Bettwäsche kaufen und ich schaue mal, was ich mir auch sonst für herzliche Deko finde. Ja, ich freue mich. Ich habe schon was gefunden. Hier ist die Tüte. Bei H&M Home findet man eigentlich immer was. Und jetzt gehen wir noch zu Maison du Monde. Ihr wisst, was ich meine. Werden wir noch hingehen. Denn da gibt es auch immer richtig schöne Sachen. Und danach gehen wir mal zu Starbucks. Ich bin voll Durst. Übrigens habe ich bei Maison du Monde gar nichts gefunden. Es war alles überteuert und es war auch gar nicht dieses typische Herbstbraun, was ich haben wollte. Naja, vielleicht finde ich noch woanders was. Ich habe schon voll schöne Bettwäsche gefunden. Die hat einen mega schönen Schokobraun. So was habe ich gesucht. Das finde ich schöner als bei H&M. Boah Leute, Zara Home war echt ein Volltreffer. Also wir haben richtig schöne Sachen gefunden, auch mega schöne Kissen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie wir zu Hause sind. Jetzt gehen wir erstmal zum Auto. Wir haben gleich schon 7 Uhr. Und wir holen uns jetzt noch bei Hans im Glück Burger ab, weil wir keinen Bock mehr haben, was zu kochen. Oh Gott. Leute, die Linda liegt da seit gestern in dieser Tüte immer drin. Ich weiß nicht, was sie mit dieser Tüte hat. Da sind sogar noch Sachen drin. Das sieht so unbequem aus. Aber auf jeden Fall habe ich es gestern nicht mehr geschafft, für euch weiter zu filmen, weil ich war gestern so müde, als wir aus der Stadt gekommen sind. Und wir haben nur noch schnell was gegessen. Aber ich kann euch jetzt heute schon mal zeigen, was ich gekauft habe. Aber vorher wollte ich euch noch einen klitzekleinen Fortschritt von mir zeigen. Nämlich habe ich die Collage Wall schon mal so provisorisch angebracht. Ich habe nur dann gemerkt, dass ich zu wenig Bilder habe. Also guck mal, ich wollte noch mindestens 2 reinmachen, bis ich dieses hässliche Loch hier überdeckt habe und das. Und das Problem ist halt, ich muss morgen dann wieder zu diesem Copyshop rennen, damit ich das endlich fertig bekomme. Weil es kann ja nicht sein, dass das so aussieht. Manu, ich dachte echt, die Bilder würden reichen. Ja, ich habe jetzt nochmal 100 Bilder mir runtergeladen, die kann ich dann erst morgen ausdrücken. Ja, genau.
Jetzt geht es aber weiter mit den Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Wie ihr seht, gibt es hier Tüten, die ich euch zeigen kann. Nur eine Tüte ist belegt. Da muss ich gleich gucken, wie ich Linda dazu kriege, dass ich euch den Inhalt davon zeigen kann. Ja, ich setze mich jetzt mal hier hin, dann kann ich euch die Sachen besser zeigen. Linda ist mittlerweile auch von ihrem Tütenthron runtergegangen, also kann ich euch jetzt auch mal zeigen, was da überhaupt drin war. Aber wir starten mit dieser Tüte. Nämlich ist da so ein süßes Kissen drin. Guck mal, da ist ein Dackel drauf, der ist so flauschig. Und so sieht das von hinten aus. Ich habe mir gedacht, es passt eigentlich auch ganz gut zum Herbst und ich fand es einfach mega süß und flauschig. Jetzt habe ich das mitgenommen. Das ist übrigens aus der Babyabteilung von Zara Home. Und dann habe ich hier noch ein Kissen, das ist auch so süß. Das ist auch aus der Babyabteilung. Aber ist dieser Stern nicht süß? Ich habe den Ruby genannt. Okay. Wir gehen weiter. Nämlich habe ich dann, was ist das? LED-Lichterstreifen. Ich habe das schon mal unten in meinem alten Turnzimmer gemacht. Und da hatte ich so einen Struggle mit diesen Klebestreifen da. Ich hoffe, dass es diesmal besser funktioniert und ich nicht die Hälfte da wegschmeißen muss. Okay, weiter geht's. Ich habe Vorhänge gefunden. Das sind so, was ist das überhaupt? So, durchsichtige Leinenvorhänge, nenne ich die jetzt einfach mal. Die wollte ich da an meinem Bett hängen, wo jetzt diese alten Vorhänge hängen. Und dann kommen da so Lichterketten rein. Also eins kann ich euch schon mal versprechen. Dieses Zimmer spart nicht an Lichterketten. Okay, dann habe ich einen richtig süßen Kürbis gefunden bei Depot. Den wollte ich einfach irgendwo zur Deko aufstellen. Und dann habe ich hier noch, da bin ich mir übrigens nicht ganz sicher, ob das zu meinem Zimmer jetzt passen wird, habe ich bei H&M Home so Kissenbezüge gefunden. Aber das ist eher so ein Kackbraun, sag ich jetzt mal. Und es hat hier auch so ein Muster. Ich muss halt gleich mal gucken, ob das zu meiner Überdecke passt. Ich hoffe es zumindest. Und dann habe ich hier in Lindas Throntüte, wartet, hast du gleich. Habe ich, bei Amazon habe ich das bestellt, diese wie nennt man das? Mondphasenspiegel, genau. Boah, ich kann auch dieses Mondphasenwort nicht. Die wollte ich vielleicht da irgendwo aufhängen neben meiner Collage. Das sieht bestimmt auch bestimmt ganz nice aus. Und noch. Wow, die fand ich mega schön. Das ist eine Bettwäsche. Entschuldigung. Ist so eine Leinenbettwäsche. Das war in so einem Schokobraun. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt genauso zusammenpassen wird. Aber das fand ich mega schön und boah, das ist so schwer. Und hier habe ich das Kopfkissen. Die sind auch von Zara Home. Und da freue ich mich schon drauf, mein Bett mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich kann euch das mal zeigen. Mein Bett ist übrigens nicht gemacht, aber seht ihr da diese Vorhänge? Die sehen schon so vergilbt aus, weil die so alt sind. Und daher dachte ich mir, muss dringend was Neues her. Also hoffe ich, dass diese Vorhänge da jetzt gleich zu passen werden, wenn ich hier so dran knote. Und da habe ich noch so einen Nachttisch liegen, den muss ich noch zusammenbauen. Der ist auch von Amazon und der passt richtig gut zu meinem Schreibtisch, weil der auch so weiß ist. Und dann hat er so Holzbeine. Also da bin ich mal gespannt, ob ich den zusammengebaut kriege. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ach nee, guck mal, was schon ganz zufällig in dem Nachttisch drin war. Mein neues Buch, Let's Do This, und meine passenden Gute-Laune-Kärtchen dazu. Die könnt ihr überall kaufen, wo es auch Bücher gibt. Und schaut auch unbedingt mal in der Infobox da vorbei, da verlinke ich euch die Sachen noch. Und guckt mal, ich bin schon ganz gespannt, wer das Gewinnspiel von Art Edition mit mir gewinnen wird. Und so sehen ein paar Seiten von innen aus. Ganz schnell. Okay, schaut in der Infobox vorbei, dann kommt ihr direkt dahin, wo ihr alle Informationen finden würdet. Okay, das war's jetzt mit allem, was ich so neu gekauft hatte für mein neues Zimmer. Und ich glaube, ich beende jetzt auch mal hier diesen Shopping-Vlog. Weil sonst würde erstens viel zu lang und zweitens komme ich dann nieder zu meinem Zimmer endlich mal, um zu dekorieren und so. Und ich will endlich fertig werden. Also, gibt's jetzt noch einen Shoutout of the Day für euch. Yay! Wartet. Uno momento. Vor der Flusen von meinem Sitzsack. Heute grüße ich mal Fiona. Sie hat geschrieben, hey Mavi, du bist so ein toller Mensch und total natürlich. Ich würde mich mega über dein Herz freuen. Dir noch einen schönen Tag. Danke, liebe Fiona, für deinen süßen Kommentar. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich und ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag.
Und euch da draußen natürlich auch. Ihr könnt sehr gerne meinen Kanal abonnieren und mir einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch der Shopping-Vlog gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall dann mein Room-Makeover, wenn das online ist. Wuhu! Ja. Okay, dann abonniert auch die Glocke, damit ihr es nicht verpasst, damit ihr endlich mein fertiges neues Herbstzimmer sehen könnt. Und das war's mit dem Video. Tschüssi!